hier, auch cool. Die Geisterschnitter und Winterkirschblüten aus Shining Victories, deutsch erste Auflage, war mal richtig teuer, mittlerweile nicht mehr so wirklich. Ist auch die letzte, die mir fehlt. Jetzt habe ich 10 Stück mit der, genau. Der seuchenverbreitende Zombie natürlich, mega nice hier, dreimal Duelist Saga. Wird auch direkt rausgelegt, weil den habe ich auch schon eingetütet. cool, Pyramidenschildkröte ist natürlich auch mega nice. Die sind jetzt alle aus der Legendary Collection. Auch die untere, die ist super rare. Ich glaube, die ist halt aus Joey's World. Die gibt es auch aus dem Tournament Pack in super rare. Da geht sie natürlich wesentlich mehr. Ansonsten, ja, Spirit Reaper natürlich. Mega nice Sache. Aus der Legendary Collection, auch in einem super Zustand. Hier oben haben wir jetzt dreimal Shiranui. Spektralschwert. Ging, glaube ich, mal vor vielen Jahren mal was. Mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Mizuki. Hier aus dem Premium Pack 2. Müsste, glaube ich, auch noch 2-3 Euro gehen, vielleicht. Mehr nicht. Die neuen aus Duelist Saga, glaube ich, eher weniger. Die habe ich allerdings noch nicht eingetütet. Zum Zombie-Meister habe ich, glaube ich, auch schon was gesagt. Und das, glaube ich, eine der wenigen Starter-Deck-Karten, die noch ein bisschen was geht. Ich glaube, 2 Euro oder so. Mehr ist das auch nicht. Aber von der Condition her ist die auch wirklich, also wie aus dem Ei gepellt. Genau, dann geht's weiter. Wundert euch nicht, falls die Lichtverhältnisse anders sind. Das hat jetzt ein paar Stunden gebraucht, bis ich sie aufgeladen hatte. Auf der Seite hier richtig coole Sachen. Wir haben zum einen hier oben eine Thun-Jungfrau aus Spell Ruler. Wirklich eine der wenigen oder wenn nicht gar die einzige alte Thun-Karte, die noch spielstark ist, meines Wissens nach. Hoppla. Und die ist auch noch in einem super Zustand. Von der habe ich auch schon ein paar, aber ich glaube, ich habe noch keine eingetötet. Muss ich mal nachgucken. Dann hier wieder einen blauäugigen Thun-Drachen. Und diesmal müsste er, glaube ich, in einer besseren Condition sein. Ja, man sieht's. Richtig nice. Da merkt man halt wirklich, dass das der Sammelbinder ist, ne? Wo er halt selber gesammelt hat. Herbeigerufener Totenkopf hat eine kleine Macke, wie ich hier gerade sehe. Und zwar ist er unten ein bisschen geknickt, aber ansonsten in einem super Zustand und erste Auflage aus Spell Ruler. Deutsch dürfte auch den ein oder anderen Euro gehen. Hier haben wir einen super rare Thun maskierter Hexenmeister. Kommt aus dem Astral Pack, wird dementsprechend direkt hier zur Seite gelegt. Dann haben wir noch eine Insektenprinzessin hier. Ultimate Rare DDM Meister aus der anderen Dimension. Aus, oh Gott, Cybernetic Revolution. Auch in einem sehr guten Zustand. Dann einen legendären Fischer. Mein Gott, der habe ich auch schon ewig nicht mehr bekommen in irgendeiner Sammlung oder Neuzugänge. Eher Sammlung, weil legendäre Fischer hole ich mir jetzt eigentlich so extra nicht ran. Das ist mir jetzt ziemlich selten. Ja, hier. Der rotäugige schwarze Metalldrache. Hoppla, so. Ist halt, wow. In Secret wäre wesentlich besser. Der ist wieder for Trade, von dem habe ich so viele. Dann haben wir hier einen geflügelten Korebo Level 10. Auch First, super Zustand. Twin-Headed Behemoth, der hier tut ein bisschen weh, der ist wirklich bespielt. Geflügelter Korebo in Ultimate. Hier haben wir jetzt den, wo ich angesprochen habe, der MRD First. Der ist ja richtig abgekaut. Aber der ist dafür noch in einem richtig guten Zustand und gefällt auch richtig gut. Das war, glaube ich, so eine Game-Promo. PCY, Prismatic Secret Rare, mega fett. Kristallungeheuer Topaztiger hier, Kristallungeheuer Saphir Pegasus ist eine Karte, die dürfte auch noch ein bisschen was gehen. Die geht in Ulti relativ viel und in Secret ging die, glaube ich, auch eine Menge. Ist eine schöne Sammlerkarte. Genau. Dann, hier wird es auch wieder richtig cool. Wir haben oben ein paar Pharaonic Guardian und Dark Crisis Karten, Bisershock, Gravekeeper's Cheap, Guardian, oh Gott, Seal oder wie die ausgesprochen wird. Wir haben einen LOB Menschenfresserkäfer, ich will mal kurz gucken, wie die Condition von dem ist, weil LOB ist halt schon ein sehr altes Set, da was Gutes zu finden ist echt schwer. Okay, hat hier eine kleine Welle, aber es ist kein wirklicher Knick, es ist keine wirkliche Beschädigung an sich. Ja, okay, voll klar eigentlich. Dann haben wir den Pantherkrieger, genau aus der Tin, Verbanner des Lichts. Der ist, oh Gott, schaut euch das mal an, Leute. Sieht man hier schlechter, fehlt die komplette Farbe. Der ist auf jeden Fall for Trade, den nehme ich mal raus. Dann ein Big Shield Gardener in Secret. Legendary Collection, genau. Hier haben wir jetzt in First
den Schweigsamen Schwertkämpfer Level 5. Auch super Karte hier, die Promo, der andere. Die ist, glaube ich, auch, auf jeden Fall kam die denn aus WC5, kam die genau auch in einem guten Zustand. Hier haben wir jetzt vier Buster Klingenkämpfer, die sind alle, soweit ich sie jetzt sehen kann, in einem guten Zustand. Hier aus PSV, der ist relativ gut. Dann der aus dem Anniversary Pack, der von Katsuki Takahashi persönlich gezeichnet wurde, der ja sowieso solche Karten geben, die meisten extremst 8. Mein persönlicher Liebling ist ja der hier aus BPT in Secret. Mega fett. Gefällt mir sehr gut. Buster Klingenkämpfer unten nochmal aus Dark Review, nee, Dark Beginning 1. Und hier unten haben wir noch einen Gaia, Ritter des dunklen Windes. Ein Ultra Rare aus Dark Beginning 2. Genau. Dann haben wir hier wieder einen glänzender Soldat, Gesandter des Anfangs aus Duelist Saga. Legen wir natürlich direkt wieder raus. Tsukuyomi, immer gut. Hier auch LOW. Keltischer Wächter, auch in einem super Zustand. Der Gaia ist halt leider ziemlich abgeranzt. Aber ich glaube auch die mystische Elfe müsste im Guten sein. Die beiden sind auch schon eingetötet. Die kann ich rauslegen. Hier nochmal Herbeigerufene. Herbeigerufene sind im Prinzip auch schon eingetötet, aber nicht in dem Artwork. Deswegen lassen wir sie nochmal drin. Auch hier Bestie von Talwar. Ist glaube ich auch die zweite, die wir hier sehen. Allerdings auch wieder in einem etwas besseren Zustand. Sehr schön. Elfenzwillinge Secret aus LON. Natürlich nicht First meine ich. Aber trotzdem sehr guter Zustand. Gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Dann geht's weiter. Ich hoffe, man kann auch alles gut erkennen. Super Vehicle Jumbo Drill. Genau, Ultimate Rare. Dann haben wir hier noch einen Zwillingsrotonen-Adex Ulti. Wirklich interessant wird's dann wieder hier. Wir haben hier einen B-Skull Dragon, Super Rare aus Dark Beginning 1, auch in einem recht guten Zustand. Dann nochmal einen Trish aus Duelist Saga und hier wieder ein 1000-äugiges Opfer aus PSV. Unlimitiert, aber auch sehr guter Zustand. Hier unten dann nochmal diese VWXYZ-Sachen. Hier haben wir jetzt dann nochmal einen schwarz glänzenden Soldaten. Ach, da fehlt Farbe. Ja, der ist auch ein bisschen abgeranzt. Der ist auf jeden Fall von Trade dann. Hier haben wir nochmal einen aufgegeben aus dem Starterdeck. An Ultra habe ich schon so viele von denen. Ja, der ist wirklich unten ein bisschen bespielt, aber sonst. Der wird wohl auch Zeitgabe sein. Hier ein völlig abgeranztes Masked Beast aus LON. Ja, die ist ja echt im Eimer. Genau, dann haben wir hier aus der Jump den Nummer 30 Asset Golem of Destruction. Den lege ich natürlich auch direkt raus. Das ist eine Jump-Karte hier, einen abgeranzten letzten Krieger von einem anderen Planeten oder wie er hieß. Hier unten auch nochmal richtig cool, aber ich glaube auch ein bisschen gespielt gewesen. Aber nicht besonders stark ist Rui Senshi. Rui Senshi. Ja, genau. Oh, was mache ich denn? Macht der Gewohnheit. Den müssen wir auch raushauen. Genauso wie den, weil die sind alle schon eingetütet. So. Kann man das noch gut erkennen? Ich hoffe, das Licht passt. Es ist leider schon ein bisschen dunkler geworden. Hier ist nochmal richtig cool. Hier Drachenodem der Zerstörung geht ein bisschen was. Noch hier eine Glücksaxt. Hier auch alles eigentlich in einem recht guten Zustand. Außer der hier Kartenhändler, der ist ein bisschen abgeranzt. Was haben wir noch? Voreiliges Begräbnis. Auch in einem recht guten Zustand. Kann ich auch direkt rauslegen. Verbrecher-Duo. Die habe ich noch nicht eingetütet, das weiß ich, aber die ist auch in einem super Zustand. Geht auch, glaube ich, ein paar Euro. Überläufer, ganz klar. Erste Auflage sogar. Deutsch. Die sieht man sogar noch etwas häufiger in First aus Metal Raider. Aber die geht auch ein paar Euro. Sehr schön. Da unten haben wir gleich nochmal einen. Der ist jetzt unlimitiert, aber trotzdem legen wir mal raus. Hier oben richtig schön Creature Swap Ultra Rare aus LOD. Gab es ja so nicht auf Deutsch in der Form. Dann haben wir zweimal Wiedergeburt. die sind auf jeden Fall for Trade. Wiedergeburten habe ich schon zu Genüge in der Sammlung.
Dann zweimal Karte der sicheren Wiederkehr. Einmal haben wir hier First in einem sehr guten Zustand aus LON und einmal Unlimitiert in einem ähnlich guten Zustand. Und die hier ist natürlich noch erwähnenswert, das ist ein Sündenbock aus dem Retro-Pack in Ultra Rare. Genau. Sündenbock habe ich aber noch nicht eingetütet. Dann hier natürlich der Eyecatcher. Raigeki auch in einem sehr guten Zustand aus LOB. Klar, Giant Trunade ist jetzt nicht in einem so guten Zustand. Mystischer Raumtyphon in Secret aus der Legendary Collection, natürlich auch mega nice. Der Topf aus der Legendary Collection, leider nicht Ami. Wobei ich sagen muss, ich habe einen Ami und ein Ami sieht eigentlich gar nicht so gut aus. Da sieht man den Secret Rare Effekt fast überhaupt nicht, muss ich sagen. An sich bin ich ja trotzdem ein ziemlicher Ami-Freund, was Secret angeht. Hier natürlich wieder ein Highlight. Der Harpien Feather Duster, also der Harpien Flederwisch als Promo aus WC4, gibt auch ein paar Euro. Oder ansonsten 1000 Messer, Kartenzerstörung und so. Kennt man alles. Genau, dann nochmal ein Verbrecher-Duo. Hier in Super Rare aus Dark Beginning. Mega fette Sache. In Super habe ich ihn auch noch nicht so oft. Auch hier. Die dunkle Kammer der Albträume, oder wie sie heißt, oder die finstere Kammer des Schreckens, in Super Rare aus Faronic Guardian und sogar Erstauflage. Sehr schön. Ja, natürlich Zombie World, ist ja klar, aus der Legendary Collection. Ist auch eine super krasse Karte. Hier nochmal ein Friedensbote, nochmal ein Darkhole, nochmal eine Toonwelt. Also, da ist auf jeden Fall eine Menge cooler Stuff drin. Hier mal nochmal einen schweren Sturm. Ja, was immer dem. Die Oma raus. Und den hier auch. So. Habe ich sonst noch was eingetütet gehabt? Ich glaube, die Dark Holes habe ich auch eingetütet. Ja. Was hat denn der eigentlich für eine Condition? Geht eigentlich. Dann. Was haben wir hier? Irgendwas Erwähnenswertes? Ja, gut zählen lassen. Swords of the Revealing Light. Aber ich glaube, die ist ziemlich abgeranzt. Ah. Ist for Trade, definitiv. Auch hier, Ehrung der Verdammten ist for Trade, von der habe ich schon so viele. Dann Kristallbaum, Ermächtigung, ja, gut. Dann haben wir hier Bottomless Trap Hole, ist natürlich mega geil, königlicher Erlass und so. Hier, kaiserlicher Befehl in Secret, habe ich alle meine erst weggetauscht gehabt. Jetzt habe ich sie wieder hier zum Trade, mega nice. Auch hier, magische Störung ist ebenfalls dann for Trade. Was ich auch mega geil finde, ist hier der magische Zylinder. Und auch die Kamen hier, Lichtpyramide, die geht ja auch so um die 4 Euro. Die kommt aus dem Moviepack und so, die hat ja noch nie irgendwo anders im Print. Auch mega nice. Dann natürlich hier Spellbinding. Nee, nicht Spellbinding Circle, doch. So hieß sie doch, oder? Faszinierender Kreis auf Deutsch halt aus Spellruler. Auch in einem Top-Zustand. Also, das ist halt einfach ein Sammelbinder, ne? So muss das sein. Dann haben wir hier ein paar Spiegelkräfte. Hier unten reißender Tribut, auch in einem super Zustand. Originalset ebenfalls for Trade. Werde ich heute Abend noch was reinstellen, weil ich suche nämlich zurzeit Ultras aus dem, oh Gott, wie heißt's? Ultras aus dem neuesten Set jetzt halt. Finstere Spiegelkraft in Gold. Die anderen Spiegelkräfte in Gold. Hier noch eine aus der Legendary Collection. Die hier ist mega abgeranzt. Der metallisch reflektierende Schleim. Die hier ist aber in einem guten Zustand aus Phantom Darkness. Genau. Was haben wir hier? Genau, hier noch erwähnenswert. Maske der Beschränkung in einem super Zustand. LON. Hier noch eine aus dem OP. Halt, wobei, die habe ich auch schon eingetütet. Auch schon raushauen. Dann haben wir hier einen Horn des Himmels. First aus Metal Raider. Richtig geil. Metal Raiders. Auch in einem super Zustand. Was mich auch sehr gefreut hat, war das hier. Das ist aus Duelist Pack Kaiba. Der Ring der Zerstörung. Erstauflage. Mega nice, der kommt raus, der ist schon eingetütet. Finstere Bestechung natürlich auch cool. Hier nochmal metallisch reflektierender Schleim in Ultra. Spielmarken Festival in Ultimate. Hier nochmal ein kraftvoller Virus aus dem Originalset in Secret. Auch mega nice. Dimensionsbarriere. Der Würfel, der sieht sogar ganz gut aus, so an sich. Auch von der Qualität. Alter, was habe ich denn heute für ein Deutsch beieinander? Spielmarken Festival in Ultimate, auch guter Zustand. Mega nette Sache. Hier auch nochmal 7 Werkzeuge des Banditen. Die ist jetzt auch, oh, die ist played. Die hat hier einen Knick. Habe ich vorher nicht gesehen.
Schade. Ansonsten wäre sie eigentlich außer hier oben noch, aber sonst wäre sie richtig nice gewesen. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr allzu viel. Wir haben ja die magischen Hüte, wir haben eine Fallgrube aus LOB. Wir haben nochmal hier eine Spiegelwand, das ist natürlich auch Fortrade, dann Schädelswummer, Jar of Greed, auch Fortrade. Genau, hier nochmal eine ernste Warnung aus Duelist-Saga. Oh, genau. Magischen Hüte wieder. Schattenzauber, oh Gott. Schattenzauber. Ja, und das war's eigentlich dann im Prinzip gewesen. Das war die Sammlung. Ich persönlich bin sehr, sehr zufrieden mit der Sammlung. Ich persönlich halte sie für relativ lukrativ. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in den Kommentaren lassen. Wir sehen uns dann zu einem nächsten Mega-Opening und bis dahin macht's Spaß, macht's gut und haltet die Ohren steif. Dies ist Deutsch heute.